dass jemand anderes singt und er macht den großen Macker auf der Bühne. Das war doch seine Idee. Er hat sich doch diesen Leuten angetragen. Nimmt mich. Frank Farian suchte damals für eine in der Tat äußerst gelungene Soul-Produktion noch die richtigen Gesichter. Und Rob und Fab von Empire Bizarre waren dafür genau passend. Da drückte Frank auch schon mal ein Auge zu, wenn es darum ging, dass sie ihn mit ihrer arroganten Art immer schon nervten. Ich wollte ihn damals schon rausschmeißen. Doch 2 Jahre sollten sie noch geduldet werden. Und ich wusste, dass Robert zur Drittklassigkeit neigt. Auch Fotografen hat er gute gehabt. Dann schickt er plötzlich mir Fotos hoch, die hat irgendein Freund von ihm geschossen, aus München. Furchtbar. Da sagt er plötzlich, das nehmen wir jetzt in Zukunft als Fotos. Nur weil es ein Freund ist von ihm, weil das dem gegenüber irgendwie... Weil er da den Breiten macht, weil wohl der ihm alles glaubt. Natürlich ist Frank Farian nicht nur der Gute in diesem bösen Spiel. Schließlich hat er es sich mit ausgedacht, die schöne Täuschung zu nutzen und Fans oder auch ehemalige Fans in die Irre zu führen. Es ist mir so egal und auch immer habe ich mir das gedacht, weil ich die Jungs vom Rumhampeln kenne vom P1. Ich habe mich gewundert, dass die da so Shootingstar-mäßig hochgegangen sind. Fabrice und ich, wir sind Künstler. Das heißt, uns interessiert alles, was mit Kunst zu tun hat. Ob das jetzt Schreiben ist, ob das Malen ist, das haben wir auch schon versucht. Vielleicht hätten Rob und Fab statt Malen besser singen probieren sollen, doch dazu sie selbst. Also wir singen auf unserem Album und es macht uns auch Spaß. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum so viele Leute sagen, wir singen nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Fabrice und ich und Frank waren im Studio, wenn wir singen, sonst keiner. Aber hunderttausende Leute kommen zu uns und sagen, ihr singt doch nicht auf der Platte. Muss ich dir nicht sagen, wart ihr denn alle mit bei uns dabei im Studio? Von daher ist es natürlich sehr lustig für uns mittlerweile. Genau. Rob und Fab waren in Wetten, dass, haben nachdem das Album, das ist ja schon seit Wochen fertig, und sie haben hier applaudiert vor 20 Leuten, ganz toll, und unser neues Album ist fertig. Und es wurde ja genauso gemacht wie das erste Album und geben Champagner aus, laden 20 Leute ein und geben das Album hiermit frei. Dann machen sie die Fernsehsendung Wetten, dass, und es kommt 1-2 Tage später knallhart die Forderung von einem Anwalt, den sie in dieser Sendung getroffen haben, sagen, das Album darf nicht erscheinen, wenn Robert und Fab nicht selbst singen. Da sie bei mir 3 Jahre versucht haben, selbst zu singen, mehrere Male war es im Studio, wir haben es immer wieder probiert, und von einer normalen Popstimme kann man nicht sprechen, was man unter normalen Popmusik versteht. Und ich habe da gewisse Ansprüche, und das war für mich das Ende. Die Welt schrie teils entsetzt und teils belustigt auf. Auf die große Freude im Hause Farian folgte die große Ernüchterung. Enttäuschte und wütende Fans beschwerten sich zuhauf und fühlten sich zu Recht verarscht. Auf die Spitze trieben es allerdings wieder einmal die Amerikaner. Eine Mutter fordert für ihren getäuschten Sprössling Schadensersatz in Millionenhöhe. But it doesn't mean as much to me, because I don't know who sings it. I don't know anything about what it is now. It's like a mystery music. Und in New York war ja auch eine Hysterie ausgebrochen. Am Anfang. Ich konnte diese Hysterie nicht verstehen. Ich kann es auch jetzt nicht verstehen, dass dann Fans